Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für die 39. Kalenderwoche. Der Woche, die am 23. September beginnt und bis zum 29. September geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond und so könnten die Energien entspannter werden um uns herum. Und es könnte eine ruhige Woche werden. Lieber Skorpion, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen und was ich, was ich dir über die Karten mitgeben kann. Oh, eine sehr zurückhaltende Energie, ne? Hm. Das zeigt sich keine Karte. Eine von diesen dreien ist es, aber drei Karten sind ein bisschen zu viel. Das erfühle ich mal. Okay. Ja, erstaunlich. Ja, natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche für das Sternzeichen Skorpion ansehen. Wir brauchen jetzt noch eine Karte vom Mondorakel und können dann anfangen. Mhm. Ja, ich glaube, es wird eine recht ruhige Woche für dich. Lieber Skorpion, was haben wir hier? Den Turm. Der Turm. Der Turm deutet auf umfassende Veränderungen hin, ne? Dass du etwas komplett umstrukturierst. Vielleicht ziehst du um. Es wäre ja auch die Zeit dafür, ne? Vielleicht sieht man hier einen Umzug oder dass du... Irgendwie dein Alltag, deine Wohnverhältnisse, deine Strukturen im Alltag total umkrempelst. Auch auf diesem Weg einige Einsichten erlebst, einige Einsichten erfährst, die Geistesblitzen entsprechen, aufgrund derer du dich wandeln musst, verändern musst, ne? auf die du zu reagieren hast. Hier können auch Nachrichten eine Rolle spielen, die einen umwälzenden Charakter haben, vielleicht auch dich in eine komplett andere Richtung bringen können, aber auch gleichsam eine Befreiung darstellen. Es ist turbulent, es kann mit Anstrengung verbunden sein, aber es hat auch einen erlösenden einen befreienden Charakter, ne? Gerade wenn du in der letzten Zeit Umstände erlebt hast, die dich irgendwie in dein Potenzial zurückgehalten haben, irgendwie das Gefühl hattest, dass Ketten dich zurückhalten, kannst du bist in der Lage diese Ketten zu sprengen. Es kann auch zu sehr radikalen Entscheidungen in dein Leben führen, ne? Ähm, wodurch du dich löst, wodurch du dich mit Konventionen, von Konventionen löst, ähm, aus Tabus befreist, ne? Tabus offenlegst. Also, ich sehe hier schon eine, eine recht ja, drastische Energie. Ne? Wir schauen mal, ähm, auf was sich das so bei dir bezieht: Einsichten und Befreiungen. Ah, okay. Ja, es gibt hier doch Erwartungen deinerseits, die sich als nicht zutreffend so herausstellen werden. Das können auch negative Erwartungen sein. Aber du nimmst etwas an über die Welt. Ne? Du nimmst etwas an über die Welt. Du hast eine gewisse Erwartung in dieser Woche an die Welt und diese wird sich als nicht der Wirklichkeit entsprechend herausstellen. Und du nimmst dann eine Realität. Offen an und aufgrund dieses, was du dann erfährst über die Wirklichkeit, wirst du Entscheidungen treffen. Du kommst auf den Boden der Tatsachen an, du befreist dich von illusorischen Vorstellungen und Annahmen über jemanden oder über etwas. Und das alles ist gepaart mit der Königin der Schwerter. Und die Königin der Schwerter kann jetzt für eine andere Person in deinem Leben stehen, die dem Luftelement entspricht, vielleicht weil diese Person ähm, ein Luftzeichen im Sonnenzeichen ist, ne? Wassermann-Waage-Zwilling, kann aber auch einen anderen Grund haben. Und so könnte die Königin der Schwerter auch für sich selbst stehen. Die Königin der Schwerter ist eine gereifte Persönlichkeit mit einem guten Urteilsvermögen, eine Person, die nach Freiheit strebt, die sehr selbstständig ist, Deutet auch manchmal auf eine selbstständige Tätigkeit hin, deutet manchmal aber auch auf eine juristische Situation hin. Die Königin der Schwerter kann auch eine beratende Funktion haben in deinem Leben. Eine Be Person, die einen kühlen Verstand aufweist, ähm, Gerechtigkeit in, in das Leben bringt, ähm, Fairness aufrechterhalten möchte. Ne? Eine Person, die gut kommunizieren kann die Klarheit reinbringt ne? ähm, ähm, ja, die selber eine Person, die selber frei und selbstständig sein möchte, diese Freiheit und Selbstständigkeit aber anderen auch ähm, zuspricht und wir schauen uns mal die Königin der Schwerter genauer an aha die Königin der Schwerter ist selbst eine Person, die jetzt aktuell in dieser Woche sehr zufrieden ist, ne? ähm, sich emotional angekommen fühlt, eine emotional stabile Person ist und ja, doch recht zufriedenheit, viel Zufriedenheit aufweist. Und wenn das eine andere Person in deinem Leben ist, ist euer Verhältnis sehr harmonisch. Ne? Und ihr seid sehr innig miteinander. Und da sieht man sehr viel emotionale Ehrlichkeit, Offenheit, Einklang und Harmonie. Und dennoch führt diese Situation mit dieser Person zusammen zu viel Stress und auch eine gewisse Konfusität, viel Durcheinander, viel Chaos. Vielleicht stellt ihr euch gemeinsam diesen Chaos dieser Konfusität und über diesen Weg erfahrt, also stellt ihr euch vielleicht auch gemeinsam einigen wichtigen und ernüchternden Einsichten, Erfahrungen und Erkenntnissen und landet gemeinsam auf dem Boden der Tatsachen. Eventuell, ne? Natürlich könnte die Königin der Schwerter sich, hatte ich ja schon gesagt, sehr auf dich beziehen. Ja, dann sehe ich hier, dass du einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstständigkeit machst, ob privat oder beruflich. Dieser Weg ist nicht frei von Hindernissen und es braucht auch eine gewisse Bereitschaft hier, sich... Mit einer, mit einer chaotischen Umgebung zu beschäftigen und diese zu ordnen. Aber diese Aufgabe liegt dir schon sehr am Herzen und du hast die notwendige Stabilität, um den Stand zu halten. Okay. In der Vergangenheit die Lebensfreude, die Lebenslust. Ähm, ja, du hast das Leben in vollen Zügen genossen und dich auch einigen wichtigen Herausforderungen gestellt. Du warst lebendig, du hast dich vital gefühlt, stark und kräftig und hast hier ja, sehr viel Robustheit aufgebaut. Du hast deine eigene Körperlichkeit ausgelebt und dich in der Welt verankert und hier auch Selbstverwirklichung erfahren. Ich sehe hier eine ganz tolle Phase, aus der du kommst. Lieber Skorpion, ja, du hast das Leben in vollen Zügen genossen und dich sehr lebendig ähm, gefühlt. Ja, es könnte auch eine Phase gewesen sein, in der ja die Sexualität in deinem Leben sehr stark aufgeblüht ist und du diese Sexualität ausleben konntest. In dieser Woche wird es ein bisschen ernster, ne? Ja. Aber. Die Gefühlswelt ist auch sehr schön hier. Ja, vieles macht dich glücklich, vieles ernüchtert und einiges ernüchtert dich. Es ist irgendwie sehr zweitschneidig. Zwei sehr unterschiedliche Energien. Also ich denke schon, dass das Partnerschaftliche oder das Zwischenmenschliche, das Soziale sehr stark begünstigt ist in deinem Leben und dich auch sehr glücklich macht. Und viele von euch könnten auch verliebt sein und eben sich sehr glücklich fühlen und das gibt euch Kraft, das schenkt euch Vitalität, das lässt euch weitermachen. Ne? So habe ich das Gefühl, dass die Fünfte Kelche sich auf ein Hindernis, auf ein vielleicht etwas konkreteres Hindernis in dein Leben bezieht und Vielleicht bist du hier sehr motiviert am Anfang der Woche, etwas Bestimmtes in dein Leben zu verändern. Und du neigst dann so ein bisschen dazu, die Schwierigkeiten zu unterschätzen, mit denen du konfrontiert sein wirst. Aber diese Einsicht wirst du dann im Laufe der Woche tun. Ne? Ja, du bist wirklich im Begriff, eine große Veränderung in dein Leben umzusetzen. Du befindest dich im Begriff, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Und vielleicht geht es hier um Reisevorbereitungen. Aber es könnte halt auch ein Wohnortwechsel sein, ein Jobwechsel, etwas, was dein Leben nachhaltig verändert. Und diese Veränderung kommt erst noch. Diese Veränderung ist in dieser Woche vielleicht noch gar nicht da, aber man... Trifft hier wertvolle Entscheidungen im Vorfeld, Vorbereitungen werden getroffen und es herrscht ein bisschen Aufbruchstimmung. Da sehe ich auch, dass du dich sehr auf diesen Weg, der da vor dir liegt, freust. Und dass dich das auch glücklich macht. Dass bis dahin nur noch viel zu tun ist und in dieser Woche wird dir vielleicht klar, wie viel eigentlich zu tun ist. Und ja, dass das doch. Ähm, was da alles so dranhängt, ne? Was da alles so dranhängt. Und angesichts mh, dieser Schwierigkeiten hast du kurzweilig womöglich das Gefühl, dass das zu chaotisch ist, dass es nicht bewältigbar ist. Findest aber dann schnell eine Befreiung aus diesem Gefühl. Ne? Das könnte das Gefühl sein, was dich hier zurückhält in dein Potenzial. Und in dem Moment, wo du die Schwierigkeiten oder die Hindernisse oder was da alles dranhängt, annimmst, realistisch einschätzt, in dem Moment befreist du dich. Ja, es kann wirklich sehr gut sein, dass du so ein bisschen zu optimistisch oder ja, nicht zu optimistisch, aber ähm, ein bisschen zu leichtfertig am Anfang an die Sache rangehst. Aber das wird dann schon, ne? Ja, hier kommen Energien in, ein gewisses, in einen gewissen Ausgleich. Es wird rationaler, es wird klarer und Gerechtigkeit zeigt sich hier. Ne? Gerechtigkeit zeigt sich hier und so können gute und negative Dinge zusammenkommen, aber letztendlich gleichen sich diese Energien auch wieder aus und schenken dir Konzentration, Klarheit und eben klare Sicht auf die Dinge. Und das schärft eben deinen Verstand, deine mentalen Fähigkeiten, dein Urteilsvermögen. Und ja, auf diese Schärfung kannst du dich dann berufen. Ne? Das wird hier doch vieles in Ausgleich bekommen. Und ja, da kann ich dir nur empfehlen, Ruhe zu bewahren angesichts der Herausforderungen und diese rational mit kühlen Verstand und entschlossen zu betrachten und dann vielleicht auch anzugehen, wenn die Zeit dafür schon gekommen ist. Ähm, hier befriedet sich auch einiges. Ah, wow! Also du guckst wirklich zuversichtlich auf deine Zukunft. Du hast da etwas Großes vor dir, ne? Und das inspiriert dich auch und das gibt dir Kraft. Das lässt dich träumen. Du hast womöglich schon auch das Gefühl, dass über diesen Weg in der Zukunft der Plan, der da vor dir liegt, dieses Vorhaben, dass darin der Schlüssel für deine Wunscherfüllung liegt, ne? dass dir diese Situation alle deine Wünsche und Träume ähm, erfüllen wird. Ne? Und, und womöglich hast du damit recht. Ne? Ich sehe hier doch einen sehr erfolgreichen. Und vielversprechenden Weg vor dir. Und du solltest in dieser Woche schon auf, ähm, an deiner Vision festhalten, ohne den Blick für die Wirklichkeit dabei zu verlieren und ähm, dennoch eben die Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem Weg dahin nicht zu unterstützen und trotzdem an diese Vision, an diesen Traum, an diesen Wunsch fest zu glauben. Und vielleicht kommen dir noch im Laufe der Woche noch mehr ähm, Inspirationen, vielleicht kommen hier noch mehr Ideen dazu. Es ist vielleicht auch eine wichtige Woche, deine Träume, die du nachts hast, genauer zu beobachten und hier doch einige wichtige Informationen... Ähm, herauszufinden. Ja, Träume sind ja ein sehr großes Mysterium im Leben. Ne? Niemand weiß, was Träume eigentlich in Wahrheit sind. Ne? Und da gibt es viel Rätsel darüber. Ich habe mal gelesen, was ich sehr sinnvoll finde, auch gerade hier in dieser Situation, ähm, dass Träume die Funktion haben, das ist eine sehr rationale Betrachtung von Träumen, dass Träume die Funktion haben, einen selbst auf Situationen in der Zukunft vorzubereiten, vor denen man Angst hat oder die man erwartet, ne? die man neutraler gesehen irgendwie erwartet, positive als auch negative. Und gerade in dieser Woche angesichts dem, was du da vor dir hast, stecken vielleicht wirklich sehr wichtige Hinweise in deinen Träumen, wie die Dinge sich entwickeln können, auf was du dich vorbereiten kannst, was zu tun ist. Ne? Und... Vielleicht auch ein Hinweis, auf was du achten solltest, ne? Damit der Weg, der da vor dir liegt, wirklich möglichst erfolgreich sein wird, ne? Denn hier sieht man wirklich viel Potenzial und du freust dich richtig darauf, ne? Das ist eine heitere Stimmung. Das gibt dir Vitalität und Kraft und lässt irgendwie dich auch, also macht dich auch, inspiriert dich einfach, ne? Wir schauen mal weiter. Der Prinz der Scheiben zeigt sich hier. Das könnte eine Person in deinem Umfeld sein, die in dieser Woche sehr wichtig wird. Oder diese Karte könnte auch für dich selbst stehen, obwohl hier eigentlich so tendenziell ein Erdzeichen dargestellt ist. Ne? Diese Person könnte Stier, Steinbock, Jungfrau sein. Ähm, es, ähm, diese Person kann aber auch ein anderes Sternzeichen haben. Ne? Diese Person kann auch aus anderen Gründen im Moment sehr starke Erdzeichen, Tendenzen aufweisen. Und so könnte diese Karte auch für dich stehen, dann wirst du von deinem sozialen Umfeld als Prinz der Scheiben wahrgenommen. Und der Prinz der Scheiben ist ähm, jemand, der mit sehr viel Aufmerksamkeit und Konzentration sich etwas Neues aneignet. Ne? Oft ist es ein Lernender, ne? ein Auszubildender oder ähm, ein Schüler, ein Student. Oder Studentin, ne, ähm, Schülerin etc. Ein Mensch, der sich auch mit etwas Praktischem beschäftigt auf eine neue Art und Weise. Das würde hier sehr gut mit dem Turm passen, dass du vielleicht hier ähm, dich mit etwas Handwerklichen, Hauswirtschaftlichen, mit Gartenarbeit beschäftigst oder mit Technik ne, und so irgendwie neue Strukturen aufbaust und dich neuen Themen. Aneignest. oder dass du jemanden an deiner Seite hast, der dir dabei hilft. Ne? Vielleicht renovierst du deine Wohnung mit Hilfe eines Freundes oder einer Freundin. Das könnte zum Beispiel sehr gut sein. Ne? Oder ein Umzug oder etwas anderes, was zu einer Umstrukturierung führt, was irgendwie auch einen praktischen Charakter hat. Ne? Etwas, da muss man etwas tun, was man mit den Händen macht. Ne? Also etwas ganz Konkretes, etwas Praktisches. Das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. In anderen Fällen, ne, wir sind ja hier in allgemeinen Legungen, der Prinz der Scheiben ist eine eher junge Person. Also das, womit du dich hier beschäftigst, ist dann recht neu für dich. Ne? Daher kommt dann dieser junge Charakter oder neu für dein Gegenüber. Oder es könnte sich auch in manchen Fällen um ein Kind in deinem Leben handeln ne? oder um eine jüngere Person. Und so könnte das dann bedeuten, dass du dich intensiv... Ja, mit deiner Familie beschäftigst oder dass Familienplanung im Moment ein Thema für dich ist ne also dies ist denkbar ne oder dass es um ein Kind in deinem Leben geht ähm, ja wir schauen uns diese Person mal genauer an mhm. der Prinz äh, der Prinz der Scheiben hat in dieser Woche Glück ne etwas Positives geschieht im Leben dieses Menschen. Vielleicht ein Geldgewinn, vielleicht ähm, ein Geldgeschenk ne? oder etwas wirkt sich positiv finanziell aus im Leben des Prinz des Scheibens. Und ja, das hat einen unterstützenden Charakter. Ne? Es scheint wie ein Zufall und das gibt diesen Menschen neuen Antrieb, neuen Mut und die ähm, notwendige Motivation hier wirklich etwas mit Begeisterung anzugehen und anzupacken. Auch neue Ziele öffnen sich dem Prinz der Scheiben über diese gewinnbringende und glückliche ähm, Situation. Ja, zum Beispiel, wenn das ein neuer Mensch, also wenn das ein anderer Mensch in deinem Leben ist, könnte es sein, dass dieser Mensch dir hilft. Und du gibst diesen Menschen etwas dafür. Ne? Das muss gar nichts Finanzielles sein, sondern vielleicht auch etwas Immaterielles oder ähm, vielleicht auch ein konkretes Geschenk. Ne? Vielleicht hilft dieser Mensch dir beim Umzug, aber du hast auf, ein, auf den um, ähm, im, äh, im Keller vielleicht irgendwie noch ein Musikinstrument oder so oder etwas praktisch, also etwas Konkretes, was du nicht mehr brauchst und diesem Mensch dafür gibst. Und das ist aber für diesen Menschen was ganz wirklich Sinnvolles. Ne? Und dieser Mensch wird dafür dann eine große Leidenschaft entwickeln. Und das begeistert diesen Menschen. Ne? So was könnte ich mir hier vorstellen. Vielleicht, ähm, ja, wenn diese Energie sich auf dich bezieht, also das ist jetzt nur ein Beispiel, wie diese Energie sich zeigen könnte. Ne? Vielleicht geschieht dir auch dieses ähm, gewinnbringende, dieser gewinnbringende Moment und du findest hier eine Motivation darüber. Diese Dinge entschlossen anzugehen und du bekommst hier vielleicht auch eine ganz neue Idee, ne? ähm, etwas Neues begeistert dich. Für manche von euch kommt diese Inspiration recht plötzlich, ne? Einige von euch wissen schon am Anfang, auf was, ähm, äh, was da vor euch liegt. Für manche ergibt sich die entscheidende Idee erst im Laufe der Woche, ne? Und das kann sehr plötzlich dann in, euren, in, in euer Leben kommen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber es hat es, es, es zeigt sich, dass das sehr viel Potenzial hat. Ne? Okay. Du möchtest neue Dinge lernen. Du öffnest dich der Wirklichkeit. Du möchtest besonnen und gründlich und ernsthaft mit allen umgehen. Du hast auch ethische Ansprüche an dich, an deine Umgebung. Du möchtest hier Wert reinbringen, Sinn und Wert in dein Leben bringen und gewissenhaft handeln. Mhm, mh. Vielleicht ist Fortbildung und Weiterbildung für dich wirklich auch ein Thema, dass es dir sehr viel Freude bringt bringt dich weiter zu äh, bilden in dieser Woche und das Ergebnis ist der Prinz der Stäbe und der Prinz der Stäbe ist ziemlich eindeutig auf den Prinz der Scheiben bezogen das kommt ich finde es ist, das macht es so eindeutig wegen diesen Ast der Stäbe es wird so sein, dass dieser Prinz der Stäbe durch die Begeisterung Feuer fängt ne? und hier sehr viel Kraft und Motivation bekommt ne? und selber sehr dynamisch wird, sehr aktiv, sehr tatkräftig. Und das hängt so ein bisschen jetzt davon ab, wie du hier den Prinz der Scheiben eingeordnet hattest. Lieber Skorpion, bezieht sich diese Karte auf dich oder dein Gegenüber? Manchmal ist es beides auch, ne? Ähm, kann sein, dass ihr in eurer Dynamik einfach auch dieses Feuer entfachen lasst, ne, so dass ihr beide sehr dynamisch und tatkräftig werdet. Auf jeden Fall sehe ich hier, da kommt sehr viel Lebendigkeit rein und dass du sehr viel Freude an allem haben wirst und Freude an der Veränderung auch vor allem. Freude daran, einen Weg zu sehen, es praktisch angehen zu lassen, ne. Du siehst hier eine Möglichkeit. <laughs> Hier praktisch vorzugehen und das wird dich sehr glücklich machen. Ähm, du siehst dann auch schnelle Erfolge und das hat einen Katalysator-Effekt. Ne? Sehr positiv. Also, du gehst deinen Weg. Ah, ja. Ja. Ja, siehst du, nach einer gewissen Unentschlossenheit, es fehlt hier noch eine wichtige Einsicht. Das sind die fünf der Kelche. Aber nachdem diese Einsicht angenommen ist, kann es so richtig losgehen und du weißt, was du zu verändern hast. Das hier ist übrigens die gleiche Karte. Ne? Also der Prinz der Stäbe leitet dann letztendlich diese Veränderung ein, ne? Geht diese tatkräftig an. Und das sehr wahrscheinlich zusammen mit der Königin der Schwerter. Ähm. Oder es führt auf jeden Fall zu dieser Energie, ne? Vielleicht gehst du auch deine Selbstständigkeit an. Das, ne, ähm, könnte auch der Fall sein. Ähm, ja, aber es geht dann so richtig los zum Wochenende hin. Oder ja, überhaupt, also im Laufe der Woche, ne? Und das kann hier wirklich ein sehr, ja, äh, plötzlicher einschneidender Entschluss sein. Und dann geht es so richtig los. Und das lässt dann womöglich sogar schon den Wagen zum Rollen bringen. Ne? Auf jeden Fall ist das ein wichtiger Anstoß, ein wichtiger erster Schritt in, hin, in die Zukunft, die du dir erträumst und du dir wünschst. Ne? Das ist realistisch, deine Vision. Und an die solltest du glauben. Auf jeden Fall. Nimm die Zeit zum Ausatmen. Es ist so ein bisschen auch Ruhe vor dem großen Sturm. Ne? Deswegen ist es hier vielleicht mit der Ausgleichung sehr wichtig, wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen, damit man auch eine klare Sicht hat auf das Kommende, ne? damit du deine Konzentration und dein Urteilsvermögen schärfst. Ja, das scheint mir hier sehr wichtig zu sein, denn die Dynamik... Kommt dann, also das kann hier wirklich sehr, sehr schnell gehen. Dann, ne? Hier kommt etwas ins Rollen und auf das solltest du gut vorbereitet sein. Ja, vielleicht sind die fünf der Kelche auch die Einsicht darüber, dass deine Kräfte begrenzt sind. Ne? Zum Beispiel. Lieber Skorpion, ich wünsche dir auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Woche und eine heitere Woche, ne? dass du es dir gut gehen lässt, ähm, dass du dich ähm, inspirieren lässt, ja, dass du dich glücklich fühlst und dann im Laufe der Woche weißt, was du willst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hatte dir dieses Video gefallen, du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.